Einen schönen guten Tag, die liebe YouTube-Gemeinde. Willkommen zum Teil X der Honda CB400F. Die Kiste macht mich fertig. Unglaublich. Schaut euch das mal an. Schaut euch das an, Freunde. Freunde, schaut euch das an. Ja, dieses Stück Edelmetall. Ja, was haben wir gemacht, ihr Lieben? Wo seid ihr denn? Da seid ihr. Ihr seht mich jetzt nicht, ist es wurscht. Hebebühne ist oben, wie man sieht. Ja, also ich beherzige ja wohl eure Ratschläge. Luftfilter ist drin, Batterie ist drin, soweit alles. Bis auf Kleinigkeiten, wie die Hupe, die defekt ist, der Seitendeckel, Tank, haben wir alles montiert. Vergaser, haben wir ja gesehen, hatte ich mit der Kugelmethode etwas. Ich schnack nicht lange rum. Das ist der Lauf der Dinge. Bei den Ventilen bin ich mir noch nicht sicher, aber wir wollen jetzt noch mit der Kettenspannung schauen. Platsch. So. 1200 Umdrehungen. Haben wir die überhaupt oder haben wir mehr? So, 1200 Umdrehungen. Fertig. So. Gut. Alles klar. Jetzt fehlt natürlich noch Vergaserabstimmung, es fehlt noch Vergasersynchronisierung, ordentlicher Sprit, Bremslicht hinten einstellen. So, 1200 Umdrehungen. Jetzt geht ihr der Sprit aus. Das trifft sich gut. Können wir ausmachen. Also, sie läuft. Undichtigkeiten sind jetzt momentan noch keine festzustellen. Der Alex kümmert sich derweil um meine Elefant. Da hat er die Bremsbeläge gewechselt. Finken Sie mal. Finke, Finke. Hä? Ja, wie man vielleicht erkennt, leicht eingenebelt. Fenster ist auf, Ventilator ist an. Jetzt machen wir oben noch den Abluftventilator an. Dann sollte das schon funktionieren. Ich habe leider Gottes keinen vernünftigen Sprit hier. Der Sprit, den ich habe, der ist schon älter. Und aus dem Grunde. Ja. Es ist jetzt einfach mal laufen lassen, bis sie Betriebstemperatur hat, bis die Öltemperatur passt. Ja, das ist schon nahe dran. Wir haben auf der Kupplungsseite, schauen wir mal eben kurz nach. Bis jetzt ist es dicht, außer dass da am Vergaser eventuell durch die hohe Flasche. Ja, 65 Grad. Na, da sind es 23.
An dem Deckel haben wir 52 Ölfiltergehäuse, 34 Grad. Ja, Ölwanne 37 Grad, 33, 34. Also noch weit weg. Und das, was da hinten runter tropft hier, das ist Sprit vom Vergaser. Wie gesagt, die Flasche bringt ja mehr Druck als der Benzinhahn. Das kenne ich, das haben wir schon öfters so gehabt. Und nachher war der Vergaser dicht. Reingeschaut habe ich. Es ist alles soweit in Ordnung. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Das Ding hat mich geschafft. Ja. Nicht nur, dass wir da die Probleme mit der Undichtigkeit hatten. Eindeutig Montagefehler, was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Und ich gebe ja meine Fehler zu. Einen Blinker haben wir gerichtet. Ich werde mich noch darum kümmern. Versprochen, dass dieses lange Kabel da hinten wegkommt. Und ja, der Rest wird dann die Aufgabe sein vom lieben Daniel, sich eine neue Hupe zu kaufen und die zu montieren. So, da machen wir das Ding hier fest. So. Et voilà. So kann das bleiben. Kommt ja noch der Tank drauf, es kommen noch Verkleidungen dran, die habe ich, aber einen Tank habe ich da. Den könnte man montieren. Aber ich will vorher noch mal schauen, dass ich Sprit hole und sie dann etwas laufen lasse nochmal, um wirklich sicher zu gehen. Was war das? Irgendwas ist da jetzt gerade abgestürzt, keine Ahnung. Ja. Ihr Verliebten, Lieben, Liebenden. Oder ihr lieben Liebenden. Wie hat er gesagt? Der Brisco Schneider. Ja. Sie läuft. Es scheint dicht zu sein. Nee. Vergasereinstellung, die machen wir noch. Und wenn sie dann mal mit anständigem, ordentlichen Sprit mal warm gelaufen ist, dann werden wir auch noch mal nach dem Ventilspiel schauen. Das ist ja bei der Maschine keine so leichte Aufgabe. Ja, und ich würde mal sagen, bis zum Wochenende dürfte sie dann fertig sein. Und wie gesagt, ich sitzen und reden, das geht. Reden und stehen, das funktioniert bei mir nicht. Das war ja ein Kommentar eines Gemeindemitgliedes. Ihn stört es ein bisschen, dass ich so viel sitze beim Reden. Ja, aber wenn ich nicht sitze, ihr seht und merkt das selbst, ich kann da nichts dafür. Ihr solltet mich mal beim Telefonieren erleben, wenn ich im Stehen telefoniere. Ja, da kriege ich mehr Kilometer zusammen als den Rest vom Tag. Ja, also wie gesagt, die Honda verrichtet ihren Dienst und ist jetzt auch ein bisschen runtergekommen, aber das macht nichts. Klingt zwar komisch, ist aber so. Ja, und dann werden wir uns als nächstes um die Puch kümmern. Da werden wir in der nächsten Zeit wohl kein Video zusammenbringen, weil ich muss noch strahlen, dann muss ich grundieren. Dann schleifen bis zum Abwinken und dann lackieren. Ich möchte die Schwinge hinten fertig haben und ich möchte die Gabel vorne fertig haben. Dann können wir nämlich ein Rolling Chassis machen und ja, den Rest rankriegen. 18 Uhr, wir sind heute etwas später angekommen. Wir sind seit 3 Stunden hier. Ausnahmsweise mal ein Wässerchen von Markus. So, habe ich denn überhaupt Ton? Ja, habe ich Ton. Nicht, dass ich hier rede die ganze Zeit. Ja.
So. Du gehst mal darüber. Hier rüber bitte. Komm schon mal. Meine. Meine digitale Mikrometerschraube aufräumen. So. Ja. One shot close oder wie heißt das? Klappe zu. Oder wie? Shot close? Shot close, Klappe zu, ja genau. One shot. Eine Schraube vergessen? Ja, hast du noch ein paar? Hast du noch ein paar? Okay. Mhm. Ah ja, das sind ja nach oben hin. Ja. Das Elefantchen. Das Elefantchen. Ja, so mag ich das. So mag ich das. Auf den ersten Zupfer. Gut. Ja, das Ansauggeräusch wurde ja gesagt. Geil. Ansauggeräusch von der. Jetzt ist es ja wieder zivil. Das war ja vorher ohne die Schnorchel. Das war mir, also das war wirklich laut. Ja. Und so hat sie jetzt halt ihre gemessenen 95 Dezibel. Klingt zwar komisch, ist aber so. Aber wehe dem, man gibt Vollgas. Man hat es ja in dem Video, glaube ich, gesehen, die Werkstatt News. Ja, draußen haben wir 18 Grad gehabt heute. Da juckt es einen schon in den Fingern, aber dann greift man auf den Asphalt und stellt fest, oh oh, nicht gut. So, damit ihr noch was zu sehen habt, montieren wir noch eine Kleinigkeit. So, solche Tüten, die diesen komischen Verschluss hat, den man da so zumachen muss. Zipper, oder nee, Zipper heißt es nicht. Ziplock. Ziplock, ja, okay, das ist wer. Er hier, der Besserwisser. Ja. Da fuddeln ja viele hier so rum. Wie kriegt man das auf? Und wer hat es gerichtet? Der Besserwisser hier. Ja. Einfach anpassen, wenn es eine große Tüte ist, so. Ansonsten so und mit den Fingern einfach so. Jetzt ist sie zu. Und mit den Fingern einfach schupp. Dann ist es hier offen. Falls ihr das nicht wusstet, jetzt wisst ihr es. Ja. Lifehacks. Für mehr Lifehacks folgt mir auf YouTube. So. Dann montieren wir diesen Deckel. Den Zündungsdeckel lasse ich auf, da will ich die Zündung noch abblitzen. Vielleicht haben wir da ja noch ein Issue. Gesundheit, genau. Issue. Ja, wenn wir schon dabei sind, reden wir doch mal über die von mir erwähnte und angenannte Kanalmitgliedschaft. Da hatte ich mir ja was überlegt. Ich habe euch ja gefragt, wollt ihr oder wollt ihr nicht? 47% sagten, sie brauchen mehr Infos. 47% sagten, nein, brauchen wir nicht. Und 6% sagten, ja. Ja, ich setze mich wieder hin. Ich kann im Stehen nicht reden. Das geht nicht. So, Kanalmitgliedschaft. Kamera ist zu tief. Muss noch ein bisschen höher. Zack, zack. So vielleicht, damit man meinen fetten Ranzen nicht sieht. Ja, das passt. Hintergrund ist der Alex am Schrauben. Gut. Die Vorteile der Kanalmitgliedschaft, die ich mir überlegt habe. Die Kanalmitglieder dürfen mir Kleinteile schicken zum Sandstrahlen und Pulverbeschichten. Die Kanalmitglieder übernehmen die Versandkosten für die Teile hin und zurück und einen geringsten Obolus, also wirklich so 1-2 Euro oder sowas für das Pulver. Wenn ich keinen Kübel bestellen muss, sondern wenn ich es da habe, also schwarz, rot und grün, olivgrün und so weiter, das hätte ich da. Ja. Das wäre so das erste Schmankerl, was ich anbieten würde. Dann könnte man mir so oder so Vergaser schicken. Da würde es dann einen Spezialpreis geben.
was hatte ich mir noch überlegt? Ja, Bremszangen aufarbeiten, was halt so anfängt. Dann der zweite Vorteil, wir würden, also ich würde meine WhatsApp-Nummer weitergeben. Dann könnte man mich nach Absprache per WhatsApp kontaktieren, wenn man ein Problem hat am Motorrad. Und das würden wir dann in einem Live-Telefonat, in einer Videokonferenz versuchen, der Sache auf den Grund zu gehen. Dann, falls man spezielle Konditionen, es würde dann auch spezielle Einkaufskonditionen geben bei Bike-Teile-Service und ich bin mir fast sicher, dass MVH mit einsteigen wird. Das werde ich ihm schon schmackhaft machen. Motorradteilevertrieb Hamburg, dass wir das aufteilen. Einen Teil Bike-Teile-Service für die normalen Verschleißteile und einen Teil MVH für Batterien und das eine oder andere Öl oder Zubehör und so weiter und so fort. Schaut mal in dem Shop rein. Da gibt es jede Menge Geschichten, die man sich da anschauen kann. Dann werden wir spezielle Livestreams machen für die Kanalmitglieder, wenn sie ein Problem haben. Das heißt, wir haben dann die Schwarmintelligenz und wir werden uns vorher dann zusammensetzen, werden das vorher diskutieren, entweder per E-Mail oder meinetwegen auch WhatsApp. Und den Termin ausmachen und dann machen wir einen Livestream und erkunden dann das Problem, versuchen das Problem dann halt in der Schwarmintelligenz im Chat rauszufinden. Ja. Es gibt spezielle Emoticons, heißen die, oder wie? Emojis und ja, Emoticons an diese Smiley-Geschichten und so weiter und so fort. Jedes Kanalmitglied ist gekennzeichnet. Jedes Kanalmitglied wird namentlich erwähnt in einer Liste, die dann am Abspann immer läuft oder wie auch immer zwischendrin oder sowas. Wenn es gewünscht ist natürlich. Es gibt natürlich auch die Kanalmitgliedschaft als stiller Sponsor. Ja, das ist alles kein Problem. Ja. Ich muss jetzt ganz einfach überlegen. Ihr habt jetzt auch die Möglichkeit zu überlegen, euch das nochmal durch den Kopf gehen zu lassen, ob eine Kanalmitgliedschaft vielleicht nicht doch mehr Vorteile als Nachteile bringt und uns natürlich auch hilft, weiterhin gute Videos zu machen, weiterhin Projekte an Land zu ziehen, die wir machen können, weil es ist ja alles eine Finanzgeschichte und eine Finanzsache. Ja. Und ja, das nächste, was halt auch jetzt in absehbarer Zeit kommt, wenn ich mit der, bei der Kawasaki ZL900 fehlt ja nicht mehr viel. Die Honda haben wir fertig, jetzt gehen wir die Puch an und sonst haben wir keine Projekte und dann werden wir uns wieder um die SR500 kümmern, um das YouTube-Gemeindeprojekt, ja, das ja geschlafen hat. Es waren zwar drei Sponsoren da, drei Unterstützer da, die eine Unterstützung gesendet haben. Diese Unterstützung ist auch sinnvoll in Teile schon investiert worden. Und da werden wir uns dann, wenn es soweit ist, wenn wir damit anfangen, auch nochmal mit beschäftigen und das auch nochmal kundtun. Ja, und ansonsten harren wir da Dinge, die da kommen. Bis zum 15. April habe ich noch Zeit und ab dem 15. April werden die Videos dann halt etwas weniger. Aber ich werde trotz alledem versuchen, mindestens ein Video pro Woche kommt. Ich werde versuchen, aber zwei Videos hinzukriegen, die dann halt nicht ganz so lang sind. Wurde ja auch oft gesagt von einigen, kürzere Videos wären besser als wie die Spielfilmgeschichten. Aber in den kürzeren Videos kann man einfach nicht zeigen, wie etwas funktioniert. Und das ist ja der Vorteil unseres Kanals. Oder wir stellen das komplett um und ich mache das in Eigenregie. Für die Kanalmitglieder gibt es dann Videos in Spielfilmlänge und die normalen YouTube-Gemeindemitglieder bekommen dann halt 15, 20, 25 Minuten Videos, wo zwischendrin ein bisschen was erklärt wird. Hä? Aber das wäre unfair.
sage ich ganz ehrlich, weil ohne euch, ohne die Gemeindemitglieder wäre ich ja nichts. Ja? Das heißt, ich wäre nichts. Ich hätte dann nicht diesen Bekanntheitsgrad, wohlgemerkt, was YouTube anbelangt. Aber da 99,5% aller meiner Zuschauer außerhalb von Österreich sind, sage ich jetzt mal so salopp, ja, bringt mir das eigentlich auch recht wenig, weil aus Deutschland Maschinen zum Herrichten, zum Servicieren, zum sonstigem Machen, ja, das ist öfters der Fall gewesen als österreichische Maschinen, ja, liebe Leute, das muss ich euch mal ganz ehrlich sagen. Ich sage nur GSX 1100F, ich sage Kawasaki ZL 900, ich sage Bandit 1200, ich sage Honda Transalp, also die blaue, ich sage das eine oder andere Teil zum Pulverbeschichten, obwohl das relativ wenig waren. Das war, glaube ich, ein oder zweimal der Fall mit Kleinteile. Das war nicht so schlimm. Ne? Ja. Triumph Explorer. Triumph Tiger Explorer. Auch eine deutsche Maschine. Ja? Allerdings von Markus. Da warten wir schon sehnsüchtig drauf, dass er die Schims bekommt. Und die Becher. Dann haben wir da an einem Wochenende mal eben kurz was zu tun und klopfen den Motor rein und bringen die Kiste zum Laufen. Ja, ja, also dann denkt nochmal drüber nach, ob die Kanalmitgliedschaft für euch nicht doch interessant wäre. Ihr könnt davon ausgehen, dass ich solche Geschichten nur für Kanalmitglieder machen werde oder gegen entsprechende Bezahlung. Vollkommen klar. Wobei ich ja darauf achten muss, dass ich mein Freikontingent, das ich verdienen darf, hier in der Hobbywerkstatt, dass ich darauf achte, dass ich das nicht überschreite. Gut, ihr Lieben, ihr habt jetzt ein bisschen was zu sehen bekommen. Ein kurzes Video, kurzes Schmankerl. Ventile einstellen bei der Honda werde ich vielleicht noch zeigen. Heute ist Donnerstag. Mal schauen, wie der Kumpel hier Bock hat. Ja, immer schon mal. Ja, ja, er war ja brav. Er ist ja jung, er darf ja seine Freizeit verbringen mit seiner neuen Freundin. Gott sei Dank hat er die andere abgeschossen, aber. Ja! Yeah. So eine. Was? Was hat die gemacht? Was hat die für eine komische Einstellung gehabt? Satan, da denkst so, du, ja. Satanismus oder was war das? Ja, hör mal, wo es auf, hey. Schleppt mal sowas nicht ins Haus. Das kannst du machen nachher, wenn du deine eigene Wohnung hast, dann kannst du meinetwegen auch abgestürzte Engel oder sowas. Keine Ahnung. Ja, bei manchen, was soll's, lassen wir das Thema. Ansonsten von der Front nichts Neues, noch immer kein Bescheid bekommen, dass wir Selbstfahrer machen können. Noch kein Bescheid, wie es mit dem Motorradführerschein aussieht. Aber er hat die Theorie fürs Auto schon mal gepackt und jetzt den großen Knochen weg. Und es dürfte es eigentlich nicht mehr lange dauern, bis er Moped fahren geht. Ein Motorrad. Ich überlege, nee, es gibt nichts mehr zu sagen. Alles andere ist durch. Dann sage ich, wir. Und unseren herzlichen Dank für euren Daumen hoch und herzlichen Dank für die zahlreichen Kommentare. Ich hatte es prophezeit, im Video habe ich gesagt, dieses 5000 Abonnenten Spezial, es gibt was zu gewinnen, das geht durch die Decke. Das war mir von vornherein klar. Und ich begrüße natürlich auch unsere zwei bekannten Gemeindemitglieder sind es ja keine in dem Falle, die den Daumen nach unten geben. Es sind immer die gleichen und ich gönne es ihnen von Herzen, ja, weil sie glauben, sie könnten mich damit irgendwie aus der Reserve locken. Nee. Könnt ihr nicht, im Gegenteil, amüsiert mich, ja. Wenn es da mal so 30 oder 40 werden, oh, dann mache ich mir schon meine Gedanken. Aber bei zwei Hanseln, bitteschön. Bewertung ist Bewertung. Bewertung ist Bewertung. Zählt dazu. Genau, so sagt er das. Hä? Ich bin nicht so geil auf Klickzahlen oder sonstiges oder Daumen hoch und so weiter und so fort. Aber ich möchte halt schon wissen,
Wenn schon wenig Kommentare kommen, es kommen Kommentare. Ich kehre das ja nicht über einen Kamm oder ich schere das nicht über einen Kamm. Aber jetzt habe ich mal gesehen, beim 5000 Abonnenten-Spezial, also in der zweiten Runde, das erste Video war ja mal, wieso, ich habe mich auch noch gewundert, warum geht das so schnell? Ich habe das gar nicht mitgekriegt, dass ich das falsche Video hochlade. Weil ich habe einmal vorher schon vorgearbeitet, das Intro gemacht mit dem Text und mit Bike-Teile-Service und so weiter, habe das dann abgespeichert. Und ja, und genau das habe ich hochgeladen. Und dabei legt ja meine Software nochmal ein Verzeichnis an, wo das dann drin liegt, was gerendert wurde. Ja, ist ja egal, ich habe es aufs Falsche hochgeladen, ich habe es drin gelassen, weil ein paar Kommentare drin waren. Ja. Aber ich sehe das ganz deutlich, kaum gibt es Schmankerl und so weiter und so fort, geht es rund, ist auch legitim, dass man was dazu schreibt und so weiter, weil hier geht es ja immerhin um, ja, um mal richtig Kohle, die wir versemmeln, beziehungsweise Wert, Materialwert, den wir raushauen. Und ja, das werden wir öfters machen. Und das würden wir auch in der Kanalmitgliedschaft öfters machen. Weil dann kann ich nämlich auch sagen, Freunde, vielen Dank für eure Unterstützung. Jetzt haben wir wieder ein paar Euro drin. Jetzt kann ich euch was Gutes tun. Ja. Es kommt immer allen zugute. Das, was ich reinbekomme, was wir reinbekommen, fließt 1:1 in die Werkstatt oder in unsere Motorräder und natürlich in Teile für die anderen Motorräder und so weiter und so weiter. Ja. Ja. Werkzeuge etc. pp. Werkzeugvideo wurde ich jetzt schon von 7 oder 8 Leuten angesprochen. Da werden wir uns mal was überlegen und werden mal die ganzen Spezialwerkzeuge zeigen. Wie ist das mit der Colortune-Kerze? Bei den normalen alten Motorrädern, bei den neueren Motorrädern funktionieren die nicht so gut, weil die neueren Einspritzmotorrädern lange Kerzen haben und die Colortune kurze Kerzen, das heißt, das Flammbild wird verfälscht. Die Einspritzung funktioniert oder die Verbrennung an und für sich funktioniert dann nicht so top und deswegen zeigen wir es vielleicht an der Honda. Dann gibt es ja das CRP2 zum Lenkkopflager abziehen, das könnte ich noch mal genauer erklären. Diverse Abzieger, Lackierpistole, HLVP, warum ich die verwende und keine andere. Dann die ganzen Abziehergeschichten, die Spezialwerkzeuge, was ist top, was ist flop und so weiter und so weiter. Ja, jo. Also alles andere haben wir gesagt. Jetzt machen wir im rechten Eck, keine Ahnung, lassen wir YouTube entscheiden. Und im linken Eck hätten wir da das Abonnement für die zukünftigen neuen Gemeindemitglieder. Einmal draufklicken wäre kostenlos und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Und wenn euch das Video bzw. die ganze Serie gefallen hat, dann klickt doch auf den Abo-Button unten. Das würde uns freuen. Ja, dann bleibt uns nichts weiter zu sagen als bleibt uns gewogen. Pfiat euch. Baba.